Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Karten Artwork Ranking. Und heute ranken wir einmal alle Artworks vom einzig wahren Beauftragten der Dämonen. Und ja, das ist der Name der Karte. Nicht irgendwie dieser schändliche Name, der bei uns im TCG erhalten hat. Und das ist ein Vorschlag, der mit sich öfters in den Kommentaren gestellt wurde. Weil ich frage, wie gesagt, immer, ey, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zu Artworks, die ich halt ranken kann, zu Karten, schreibt mir gerne in die Kommentare. Deswegen auch unter denen. Vor allem, weil ich liebe den Beauftragten der Dämonen einfach generell als Karte. Ist einer meiner liebsten Oldschool-Karten. Und der hat schon einige Artworks. Und ich würde sagen, die reichen halt auch. Und auch unterschiedlich genug sind die halt auch. Dass man halt daraus ein ganzes Video machen kann. Ich würde sagen, wir fangen einmal direkt mit dem Manga-Artwork an. Man muss halt natürlich immer wieder sagen, Manga-Artworks sind so ein bisschen immer eigen. Einige haben halt oft genug das Problem, dass du halt nicht genug auf diesen Karten erkennst. Und das ist aber das Problem, was ich mal wieder erwähnt habe. Du bist halt ein Manga. Also du hast einen Manga vor dir und du zeichnest den einfach als Mangaka. Dann machst du natürlich jetzt nicht so unglaublich genau alles auf die Karten, weil es geht ja um was ganz anderes. Die werden ja vielleicht einfach ganz kurz gezeigt. Dann kannst du natürlich jetzt nicht so super detailgetreu halt irgendwas zeichnen. Aber ich muss sagen, ich finde den Beauftragten der Dämonen im Manga-Artwork eigentlich ziemlich geil. Natürlich, es ist schon sehr, sehr unterschiedlich zu dem, was wir halt wirklich hier bekommen haben. Aber ich mag das Artwork sehr gerne. Vor allem, ich finde, du erkennst sehr, sehr gut, dass er es ist. Aber er ist halt doch schon sehr unterschiedlich. Er sieht halt wirklich wesentlich böser auf dem Artwork aus. Und ich muss sagen, ich finde das echt überhaupt nicht schlecht. Also ganz ehrlich, mich wundert sogar, dass wir davon noch kein richtiges Artwork im TCG bekommen haben. Weil wir so viele andere Artworks einfach im TCG gekriegt haben. Aber das Artwork aus dem Manga, im Vergleich zu vielen anderen Karten, es gibt ja Manga-Artworks halt auch zum Beispiel von hier den Götterkarten, es gibt Manga-Artworks vom schwarzen Magier, vom schwarzen Rotaugendrachen, vom weißen Drachen. Aber nein, wir haben dieses Artwork noch nicht richtig im TCG bekommen, was ich sehr, sehr schade finde, weil ganz ehrlich, ich glaube, wenn das halt noch ein bisschen modernisieren würde, könnte das richtig, richtig geil werden. Aber wenn ich es im Kontext halt vom Manga sehe und halt auch von dem, was ich hier gerade vor mir habe, ich finde das genial. Ganz ehrlich, das ist für mich ein Art hier. Das sieht super gut aus. Ich feiere das übelst. Als nächstes kommen wir einmal natürlich zum OG. Artwork, das wir alle kennen vom Beauftragten der Dämonen, vom ersten TCG, also vom TCG, was wir halt bekommen haben. Und das ist ein geniales Artwork. Das ist ein absolut fantastisches Artwork. Ich liebe alles an dieser Karte. Die ist in meinen Augen, wie gerade gesagt, nicht so dämonisch wie das, was wir im Manga hatten. Das finde ich aber nicht so schlimm. Diese Karte wirkt halt trotzdem näher. Die Monster, der Beauftragte der Dämonen. Ich finde, der Name passt auch einfach extrem gut zu dieser Karte, weil er irgendwie schon alles sagt, was halt auf der Karte ist, ne? Ist ein Dämon auf jeden Fall. Nicht so wie herbeigerufener Totenkopf, was einfach scheiße klingt, weil ja, das ist ein Totenkopf. Also er hat einen Totenkopf, aber das ist so viel mehr. Und das sieht auch richtig aus wie ein richtig krasser Dämon. Das sehe ich vollkommen. Klar, unter Dämonen stellt man vielleicht ein bisschen was anderes vor. Das ist halt nur ein Skelett, aber ganz ehrlich, ein Dämon kann ja viel Verschiedenes sein. Und deswegen finde ich das eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Also für mich absolut fantastisches Artwork. Für mich kommt es eindeutig einmal hoch ins S-Tier. Ich muss wirklich sagen, einer von den Oldschool-Artworks, die für mich auch bis heute kaum eigentlich abgeändert werden müssten. Es gibt viele Artworks, die wir halt auch schon hier hatten, wo ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, da finde ich zum Beispiel das Rush-Duel-Artwork besser. Hier nicht. Also, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das Rush-Duel-Artwork, ich habe keinen Plan, was die sich hierbei gedacht haben. Bin ich der Einzige, der findet, dass der aussieht, als wäre der dünner geworden? Oder als wäre er irgendwie, keine Ahnung, so glatt geleckt worden. Bin ich der Einzige, der das findet? Ich mag den Stil irgendwie gar nicht. Ich finde, es ist nicht so leicht zu beschreiben. Ihr seht die Karten ja unter mir eingeblendet an meiner Pacecam. Also bin ich der Einzige, der findet, dass das irgendwie ein bisschen zu cartoony aussieht. Viele andere von diesen Rush-Duel-Karten, natürlich, die haben nicht immer alle den gleichen Stil wie Originalkarten. Die sind halt so schon, sagen wir, ein bisschen glatt geleckter, ist schon richtig. Aber das finde ich irgendwie, passt gar nicht zum Monster. Deswegen gefällt mir auch zum Beispiel das Manga-Artwork so gut, weil, wie gerade gesagt, Dämon, ich mag dieses Dämonische, ich mag dieses Brutale und ich finde halt, ja, auch wenn das Anime-Artwork halt nicht so dämonisch ist wie das Manga-Artwork, fängt das doch schon ziemlich gut ein. Ist ein bisschen cleaner, aber das hier ist mir zu clean. Irgendwie gefällt mir das gar nicht, muss ich sagen. Vielleicht bin da auch immer nur ich alleine jetzt, aber ich muss sagen, der gefällt mir wirklich so schlecht. Ich pack den, glaube ich, sogar ins C-Tier. Ich finde das sehr schwer zu beschreiben für mich gerade. Aber alles an dem wirkt irgendwie wie so eine Playmobil-Version. Und irgendwie feiere ich das gar nicht, muss ich leider sagen. Als nächstes kommen wir dann einmal zu einem Artwork, was schon ziemlich mächtig aussieht in meinen Augen.
Und das ist tatsächlich ein Artwork, was an den Manga angelehnt ist. Wie gerade gesagt, dieses Artwork hier, das ist das Originale halt auf der Karte drauf, das gab es leider nie als richtiges Artwork im TCG. Das hier ist tatsächlich eine Szene aus dem Manga, wo halt die Karte gerufen wurde und dadurch wurde halt diese Karte halt auch empfohlen. Und ganz ehrlich, das passt wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht ganz genau, welche Szene das war, wo er gerufen wurde. Es könnte sein, dass es tatsächlich schon die originale Szene war, wo er das allererste Mal gerufen wurde im Duell gegen Kaiba. Aber ich bin mir da, wie gesagt, gerade nicht zu 100% sicher. Aber das Monster, also dieses Artwork, das fände ich halt wirklich mächtig. Das passt, wie gesagt, auch wieder sehr, sehr gut zum Beauftragten der Dämonen. Und hier wirkt er halt wirklich wieder wie ein Dämon. Er wirkt nicht so cartoony, nicht so schmal, wie ich finde. Er wirkt halt ultramächtig, obwohl ich zugeben muss, ich finde so ein bisschen, dieses Artwork passt relativ gut zu diesen allgemeinen, wie heißen diese, die Erzunterweltler-Karten, weil der Beauftragte der Bohne zählt ja auch inzwischen als ein Erzunterweltler. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses Artwork so auch ein bisschen auch zu diesen Karten passen soll, weil wenn ich so an die anderen Karten davon denke, irgendwo passt das in meinen Augen. Finde ich aber jetzt nicht unbedingt schlimm, wie gesagt, er gehört ja auch anscheinend ein bisschen so zum Archetype. Und ich bin großer Fan von dem Artwork. Ich würde den auf jeden Fall ins A-Tier tun, aber ich muss sagen, ich mag das Manga-Artwork immer noch mehr. Wie gesagt, dieses ganze Dämonische, das finde ich wirklich einfach extrem passend. Das kommt hier auch gut raus. Sieht ja gerade aus, als würde er einfach aus der Hölle emporkommen mit all den Blitzen, die er beschwört. Aber das hier, das Manga-Artwork ist einfach Nightmare Fuel. Also ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also es, glaube ich, gibt selten so ein Artwork, das einfach so gruselig ist wie das hier. Als nächstes kommen wir dann zu einem Artwork, welches auch bei uns im TCG rauskam, weil das hier, das davor, das kam zum Beispiel nur im OCG raus, also nur im Japanischen, aber das nächste Artwork, was wir jetzt hier haben, das kommt auch im TCG, das gab es bei uns auf jeden Fall und ich muss sagen, nee, also das ist nicht meins. Also ich muss leider echt sagen, dieses Artwork, das gefällt mir nicht wirklich. Ich mag die Pose nicht so sehr. Das sieht so merkwürdig aus, weil ja, der beauftragte Dämon hat halt nicht so richtige Hände, sondern halt auch irgendwie so Pranken, würde ich es einfach mal sagen. Das kommt im Anime immer so ein bisschen besser, aber auf dem Artwork sieht das so ein bisschen so steif aus, wie ich finde. Und die ganze Pose finde ich einfach nicht sehr betonend für ihn. Also wenn wir uns halt, wie gesagt, die anderen mal ansehen, die ich halt so hochgerankt habe, da wirkt er halt sehr imposant, da wirkt er halt sehr halt, auch natürlich dämonisch, aber hier, keine Ahnung, der wirkt so ein bisschen, als würde er auf einen zeigen, so, haha, du, you, I want you for Yu-Gi-Oh! Und so weiter. Muss ich sagen, ist nicht meins, ist wirklich nicht meins. Ich finde es nur gerade schwer einzuordnen, ob ich den ins B-Tier tun möchte, weil ich finde den nicht komplett beschissen gezeichnet, ich finde den jetzt auch nicht irgendwie super gut, oder ob ich den vielleicht sogar doch ins C tun möchte, über dem anderen, über den Rush-Duel-Artwork. Ist für mich gerade tatsächlich relativ schwierig zu sagen. Ich glaube sogar, ich würde den eher ins C-Tier tun, weil ich dann doch von mir aus sagen muss, ich mag ihn eher weniger, als ich ihn mögen tue. Oh, gutes Deutsch. Als ich ihn mag. Weil, ich sag's mal wieder, ich versuche das gerade so ein bisschen zu beschreiben mit, welche Karten würde ich gerne spielen? Was wäre, wenn ich diese Karte in der Hand halten würde? Würde ich diese Karte gerne ausspielen? Die drei, Safe Call. Die drei, zwei, nee. Nee, Bruder, lass mal. Also die hätte ich eigentlich ganz ungern in meinem Deck. Da würde ich, glaube ich, schon wesentlich andere Karten bevorzugen. Und zum Schluss haben wir auch vom Beauftragten der Dämonen mal wieder eine Karte, die von Kazuki Takahashi gezeichnet wurde. Ich muss ja wirklich sagen, ne? Ich bin großer Fan von dem Artwork, aber das ist halt nicht der Beauftragte der Dämonen. Sorry, das ist nicht der Beauftragte der Dämonen. Das ist ein komplett anderes Monster. Mach meinetwegen ein Retrain von dem, wie das sieht so aus. Das ist nicht der Beauftragte der Dämonen. Ist eine geile Zeichnung, ist ein extrem geiles Design und ich hätte es richtig cool gefunden, wenn du daraus irgendwie, keine Ahnung, eine höhere Form von Beauftragten der Dämonen gemacht hättest. Keine Ahnung, sowas wie nicht der Beauftragte der Dämonen, sondern irgendwie, keine Ahnung, der König der Dämonen oder so eine Scheiße, weißt du? Ja, ich meine, eine Axt in der Hand, der Beauftragte der Dämonen hat nichts mit einer Axt oder Sense, ist eine Sense, sorry, hat eine Sense in der Hand, also der hat ja nichts mit Sensen zu tun. Der hier hat eine richtige Sense, der hat Hände, der hat richtige Hände, der hat keine Pranken, der hat Hände und das ist ein komplett anderes Monster. Wenn wir jetzt nur darum gehen, wie ich die Zeichnung finde, wie ich das Design finde, Bro, das ist ein richtiges Art hier. Das kommt würde mir für mich hier oben hinkommen mit dem Manga-Artwork, weil das ist ein riesiger Dämon. Aber wenn es darum geht, was wir hier haben als Beauftragter der Dämonen-Artwork, tut mir leid, das ist ein D-Tier.
Wenn es jetzt um die Artworks vom Beauftragten der Dämonen geht, dann ist das ein D-Tier, weil das ist nicht der Beauftragte der Dämonen für mich. Klar, wir haben viele andere Artworks von Suki Takahashi gehabt, ne, wo man sagen kann, okay, die Zeichnung finde ich super gut, aber ich finde die Pose nicht so gut oder und so weiter und so fort. Das ist ein komplett anderes Monster. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, weil das hätte in meinen Augen nicht der Beauftragte der Dämonen sein soll, sondern einfach vielleicht eine höhere Stufe, eine Weiterentwicklung von dem. Und das hätte ich wirklich extrem gefeiert. So wie das allerdings hier ist, muss ich leider sagen, es kommt für mich ins D-Tier, weil das ist nicht das gleiche Monster. Also das passt für mich einfach nicht zusammen. Aber so würde ich auf jeden Fall mal alle Artworks ranken. Ihr könnt mir gerne sagen, was für euch das beste Artwork im Beauftragten der Dämonen ist. Schreibt mir, wie gesagt, auch gerne weitere Vorschläge in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das gerne liken und ein Abo da. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Und tschüss.